Hi und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Zumindest hoffe ich, dass ich das darf. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil ich gerade die Datenschutzbestimmungen irgendwie akzeptieren musste und da irgendwas von wegen Vervielfältigung und so ein Zeug. Aber ich denke mal, die meinen damit, dass man das Spiel raubkopiert. Und außerdem stand da noch irgendwas drin von wegen dass man sich damit einverstanden erklärt, keine Ausbeutung dem Spiel gegenüber zu betreiben, also sich irgendwie kommerziell daran zu, ja, also ihr wisst schon, was ich meine, aber im Endeffekt, ich krieg ja kein Geld dafür und so. Also ist ja eigentlich egal, glaube ich, hoffe ich zumindest. Und ich habe es auch jetzt bei, ich habe gesehen, mehrere Twitch-Streamer streamen das Spiel. Also würde ich sagen, dass das okay ist, wenn ich ein Let's Play davon mache. Wie gesagt, ich will jetzt nichts Falsches machen, aber ich vermute, es ist alles okay. Ich habe mich ewig auf dieses Spiel gefreut. Ich wollte wirklich gerne das mit euch zusammenspielen und ich hoffe, dass ich das jetzt auch darf. Ja. Das erste, was wir hier sehen, ich habe jetzt mal den Ladebildschirm und die Einstellungen rausgeschnitten, hoffe ich. Das erste, was wir jetzt hier sehen, ist, dass ich mein Harry Potter Fanclub-Konto damit verbunden habe, ja. Das heißt also, ich bin Haus Ravenclaw, das habe ich nach diesem Test rausgefunden, ja. Man hat da so einen Test gemacht und musste so ein paar Fragen beantworten. Und ja, ich bin scheinbar Ravenclaw. Mein Zauberstab ist Drachenherzfaser, Lerche, 9¾ Zoll und hart. Ja, und ich habe auch einen Patronus bekommen, aber ich weiß nicht, also der ist hier irgendwie nicht angezeigt. Ja, und hier steht: Deine Spielerfahrung wird angepasst und die Totenkopfmaske mit Schnabel und das Gewand für Hausfanatiker werden als Option für das Erscheinungsbild der Ausrüstung verfügbar. Und ich denke mal, das ist deswegen, weil ich diese Sachen eben auf dieser Harry Potter Fanclub-Seite gemacht habe. Gucken wir mal. So sieht das aus. Ja, Online-Belohnung einsammeln. Und hier haben wir ein Reittier. Das ist eine Belohnung, weil ich das Spiel als Deluxe Edition gekauft habe hier. Also, du kannst den Himmel über Schottland auf dem Rücken dieses eleganten schwarzen Hippogreifs erkunden. Neue Reittiere können nach Freischaltung des Standard-Hippogreifs im Hauptauftrag im Ausrüstungsmenü gefunden werden. Einsammeln. Und hier, Paket der dunklen Künste, das war auch durch diese besondere ja, Edition, die ich gekauft habe. Hogwarts Legacy, Paket der dunklen Künste. Du hast das Testralreittier, das Kosmetikset der dunklen Künste und die Kampfarena der dunklen Künste freigeschaltet. Neue Reittiere können nach Freischaltung des Standard-Hippogreifs in den Hauptaufträgen im Ausrüstungsmenü gefunden werden. Greife im Ausrüstungsmenü auf Kosmetika zu, indem du den Zeiger über Ausrüstung desselben Typs überwegst und die Option Erscheinungsbild ändern auswählst. Die Kampfarena befindet sich im verbotenen Wald, sobald du in der Hauptgeschichte weit genug fortgeschritten bist, um Hogwarts zu verlassen. Alles klar. Ich bin so aufgeregt, ne? Hogwarts Legacy. Ich habe einfach so lange drauf gewartet. Hogwarts Legacy, Feldmütze der dunklen Künste. Du hast eine Feldmütze, geschmückt mit komplizierten Details, die für die dunkle Seite der Magie stehen, freigeschaltet. Kosmetika sind im Ausrüstungsmenü, bla. Ist mir egal. So, Hogwarts Legacy, Gewand für Hausfanatiker. Du hast einen farbenfrohen Umhang mit einem gesteppten Hausmaskottchen auf der Rückseite freigeschaltet. Okay. Also das ist wahrscheinlich durch, immer noch durch die Online-Anmeldung und Verknüpfung. Hardware-Benchmark. Die Überprüfung deiner Hardware ist abgeschlossen und die empfohlenen Grafikeinstellungen wurden angewandt. Drücke rechte Maustaste, um die Einstellung anzuzeigen bzw. zu ändern. Ja, zeig mal. Uff. Ja, ich glaube, mein Rechner ist nicht so gut, ne? Ja. Ich glaube, das ist leider so, wenn der Rechner schon 7 Jahre alt ist. Da machst du nix mehr. Da machst du nix. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie das mit der Musik ist. Werde ich vielleicht nochmal im Laufe der Zeit ein bisschen ändern müssen. Ich habe nur Maus und Tastatur. Ich hoffe jetzt mal im Ernst, dass ich hier kein Gamepad brauche. Ich weiß alles nicht, was das bedeuten soll. Zurück. Muss ich so drücken? Fortfahren. Okay.
Hogwarts Legacy unterstützt und nutzt automatische Speicherung. Bitte schalte dein System nicht aus und entferne bla. Okay, anpassen, bis das Bild beinahe unsichtbar ist. Also ich sehe es immer noch. Aber ich mache es ein bisschen heller, weil ich habe ein bisschen Schiss, dass auf YouTube dann wieder dunkel ist. So. Ich hoffe, das ist okay für euch. Oh. Hogwarts-Schule der Hexerei und Zauberei. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im 5. Jahr aufgenommen wurden. Oh, im 5. Jahr schon erst? Ich habe mich nicht so gut informiert, ne? Das Schuljahr beginnt am 1. September. Die ersten Materialien wurden für Sie abgeholt und werden Sie auf Ihrer Reise zum Schloss begleiten. Wie Sie vielleicht wissen, verbietet der Erlass zur vernunftgemäßen Beschränkung der Zauberei Minderjähriger die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Aufgrund ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch kulanterweise zugestimmt, dass Professor Professor Eliza Fick ihnen dabei hilft, ihre Zauberkünste zu verbessern, bevor er sie von London zum Schloss begleitet, wo sie am Festmahl und der Einführungsfeier teilnehmen werden. Mit freundlichen Grüßen, Matilda Weasley, stellvertretende Schulleiterin. Okay, sie ist die stellvertretende Schulleiterin. Wer ist denn der Schulleiter? Ist das Dumbledore? Oh. Können wir uns jetzt aussuchen, wer wir sind? Oh Leute, ich würde gerne was machen, was mir ähnlich sieht, aber was ist mir ähnlich, ist die Frage. Muss ich jetzt irgendwie... Welche sieht mir am ähnlichsten? Entschuldigung. Nee. Ich glaube, die war schon am ehesten, aber was ist hier los? Kann ich hier noch Dinge tun? Entschuldigung. Ich muss ein bisschen was trinken. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Ich gucke hier gerade in die Kamera so ein bisschen. Zu Wangenknochen. Die kommt schon eher hin, ne? Aber die hat das hier so viel dicker als ich. Hier das. Das, ist auch nicht so ganz mein Gesicht, glaube ich. Was mit dem? Ja, das kommt schon eher hin, ne? Aber... Mein Gesicht ist eher so breit wie ihres. Was mit dem? Das könnt ihr hinhauen, ne? Hautfarbe, ja, Leute. Kann ich da... Achso, das ist dunkel. Leute, ich will euch nichts sagen, ne? Aber das kommt nicht hin. Ich bin halt noch weißer. Das ist Rassismus von sehr weißen Leuten. Ich finde das nicht okay. So... Ja, Gesichtsform. Okay, und dann kann ich denn... Kann ich noch andere Sachen aussuchen? Haare. Meine Haare. Ich habe jetzt normale, mittellange Haare gerade, ohne Pony. Ja, ich glaube, das ist schon die Frisur, die am ehesten hinhaut, oder? Ich habe leider keine Locken. Ich habe eine Weile solche Haare gehabt. Ja, das wird auch gehen. Aber ohne Scheiß, ich würde lieber die offenen Haare hier tragen.
fallen mir irgendwie am besten tatsächlich. Ist da noch? Dort? Nee, sowas trage ich gar nicht. Gar keinen Nerv zu mir, so die Haare zu machen. Ja, seien wir mal ein bisschen realistisch. Wir machen das mit den offenen Haaren. So. Okay, die Nase kommt sogar überraschend gut hin. Die hat ein bisschen größeren Mund als ich. Und ein bisschen im Vergleich kleinere Augen, die näher zusammen sind. Wenn ich das noch tweaken könnte hier. So, Haarfarbe. Kann ich das jetzt blau machen? Also richtig blau geht's gar nicht, ne? Guck mal. Wow. Oh, das ist ja jetzt nervig, ne? Was mache ich denn dann? Mache ich dann lila? Oh, Leute. Dann mache ich das. Ja, das sieht so aus wie meine Haare, wenn sie ausgewaschen sind. So genau hier, dieses Stück. Okay, ich lasse das mal so. Das Sommersprossen, Muttermale. Gesichtsfarbe, ja, ich bin sehr hell. Ich habe ein Muttermal im Gesicht und das ist hier. Und das sieht man nicht. Ich glaube nicht, dass sie das genau da haben. Doch, die haben es da! Aber die hat noch hier an der Seite jetzt ein Muttermal. Lol. Aber das ist das falsche Auge. Okay. Egal, ich lasse es einfach mal dran. Augenfarbe. Ja, ich habe so grün-braun irgendwie. Haben die hier so ein ähnliches... Was war das? Das sah irgendwie so ähnlich aus. Das ist aber ein bisschen zu grün, glaube ich. Oh, was ist das? Nee. Hä? Jetzt hab ich mich verklickt. Sorry. Okay, warte. Nee, das ist zu hell. Das würde eher hinkommen. Wobei ich nicht weiß, ob es eher grau ist hier und braun. Das sieht einfach nur wie hellbraun aus. Das sieht einfach nur wie braun aus. Ich glaube, ich nehme das jetzt, weil das am ehesten hinkommt. Ich weiß halt nicht. Augenbrauenfarbe. Ja, ich habe eigentlich dunkelblonde. Aber ich lasse das mal so für den Kontrast. So, wie sind denn meine Augenbrauen? Ziemlich spitz und so, ne? Eher so. Schon eher, ne? Warte mal. Kommt das hin oder eher die? Eher die, ne? Ja, auf jeden Fall nicht, ey. Uff. Nee, wir nehmen die. Schade, dass man nicht die ganze Augenform ändern kann und so. Das ärgert mich ja jetzt schon ein bisschen. Schade. Ich hab gedacht, da gibt's jetzt mehr Optionen. Die sieht mir halt nicht ähnlich, ne? Das riecht nicht. Ne, also die schon am allerehesten, aber ja gut, ne? Da kannst du nichts machen, so. Stimmen. Das war gar nicht schlecht. Ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Okay, meine Stimme ist tiefer. Es war wunderbar. Ich bin zwar noch Schülerin, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Das hört sich überhaupt nicht irgendwie robotermäßig an. Das war... Von mir aus kann's losgehen. Ja, aber wir machen das mal so. Okay. Nee, wir machen normal. Okay, und...
Okay, ich bin eine Hexe, ist das richtig? Ja, okay, also. Oh mein Gott, wenn man mal schreiben könnte, ne? Ich nehme meinen ganz normalen Namen jetzt einfach. Ich habe keinen Vor- und Nachnamen, den ich mir sonst immer so ausdenke. Hey. Das war's, ne? Beginne deine Reise. Mit ausgewaschenen Haaren. Ah, dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unseren neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fig. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schul... Eleazar! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam, also ich... Lieber nicht hier, Eleazar. Hm? Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nicht, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Per Testral. Okay. Schottlandreise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock.
Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Okay. Bei Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Wir wissen nicht was. Holy shit. Festhalten! Okay, jetzt können wir fast alle sehen, weil wir jemanden sterben sehen haben. Okay. Also, wir können auch nicht ruhig nach Hogwarts, oder? Alles in Ordnung? Sie sind verletzt. Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Okay, Mega-Power-Tank. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er? Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Ist er denn jetzt gezaubert, oder? Wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Aha, okay. Also der Schlüssel war wirklich ein Portschlüssel. Ich will nicht besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum. Hm. Krass. Wie weit hoch kann ich gucken? Ganz nach oben geht's nicht. Das ist das Maximum. George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass Sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es Ihnen gut geht und Sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Aber natürlich, Sir. Gut, lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Okay, ich habe nichts Besseres zu tun als meinem ersten Tag. An dem ich versuche, nach Hogwarts zu kommen. Ich würde gerne irgendwas treten oder so, das geht glaube ich nicht. Also an meinem ersten Tag, wo ich versuche, nach Hogwarts zu kommen, direkt zu sterben. Na, ich habe nichts Besseres zu tun. Woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Mhm.
Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Haupt auf diese alte Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Hm? Ja. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. What? Basiszauber. Neuen Zauber freigeschaltet. Tippe auf linke Maustaste, um einen Basiszauber zu wirken. Okay. Ausgezeichnet! Mhm. Nutze deine Kamera, um ein aktives Ziel auszuwählen. Okay. Das war etwas holpriger als erwartet. Kann ich die... Ah, jetzt kann ich die doch kaputt machen. Ihr Können verbessert sich immer weiter. Ehrlich? Kannst du? Ich finde, das mache ich ganz gut, ne? So die Töpfe alles kaputt machen. Ja, ist mir jetzt egal, da ist ein Kopf. So. Boah, wir sind aber ganz schön agil, ne? Haben wir eine Sport-AG oder so? Nee, ist mir jetzt egal, ich geh jetzt erstmal hier lang. Oh, guck mal. Eine Truhe gefunden. Siehst du, es lohnt sich. Und da unten auch noch was machen. So. Nicht mehr weit. Gleich davon. Schon krass, ne? Was machen? Bleiben Sie ruhig. Reparo! Kommen die ganzen Teile her aus dem Wasser? Oh mein Gott, guck mal, wie ich es wusste. Was ist das? Das jemand hier gebaut. Ich schätze, um für sich zu sein. Der Bergschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Hergehört? Ich weiß nicht, ob das hier nicht hergehört. Aber... Was? Minikarte zeigt deine Umgebung an. Mit dir als lila Pfeil, was ich sehr gut finde, in der Mitte. Dies, ja.
komische gelbe Zeichen ist ein aktuelles Ziel. Halte V gedrückt, um die Einzelheiten des Auftrags ab und an- und auszuschalten. Okay, wir gucken mal. Ah, nicht lang genug. So. V. Erkunde die Ruine. Der Weg nach Hogwarts. Professor Fig und ich sind per Portschlüssel zu einer abgelegenen Klippe im schottischen Hochland gereist. Wir müssen die mysteriösen Ruinen erkunden, zu denen der Portschlüssel uns wahrscheinlich leiten sollte. Okay. Gut. Okay, ich glaube, da geht's weiter. Ich schaue mich hier jetzt überall um. Das ist jetzt meine Mission, Alter, diesen Topf hier kaputt zu machen, ehrlich. Okay. Geht's da weiter, oder was? Muss ich das? Nein, ich will das nicht untersuchen. Ich will erstmal woanders gucken. Bevor wir ein Problem haben. Kann ich den automatisch speichern? Kann ich da runter? Kann ich nicht? Kann ich hier runter? Es gibt ein paar Stellen, an die man wohl nicht dran kann. So. Untersuchen. Professor, die Statue! Vielleicht war dies sein Zuhause. War dies sein Zuhause? Von dem Typ oder was? Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er nur blockieren? Ich frage mich jetzt gerade, ob ich jetzt diese Wand da hinten einmal erkunden soll mit ihm, weil das sieht jetzt aus, als wenn es doch hier weitergeht. Ah, ich hasse sowas. Ich will nichts verpassen. So. Professor Fig! Professor Fig! Hier, hier, hier! Professor, es ist so eine Art Wandbild. Ja. Hm. Vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Ja, okay. Der Typ hatte also hellseherische Fähigkeiten, hat hier gechillt. Schön im schottischen Hochland, irgendwo weit auf dem Wasser. Hat sich richtig die Ruhe gegeben. So, und ich hatte recht. Jetzt müssen wir das hier einmal erkunden. Hier noch was zu tun? Oh, das flüstert. Was ist das? Oh. Wir sehen uns selbst. In einer prunkvollen Halle. Ist es das, wie es hier früher aussah? Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Das ist kein Raum. Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder das Leuchten. Wie auf dem Portschlüsselbehälter. Das ist wahrscheinlich das in der Spiegel und so sah es hier bestimmt früher aus. Wenn ich mir das hier angucke mit den Säulen, guck mal. Das sieht doch aus wie das. Was in Merlins Namen? Okay. Bei Godrics Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Hey. Fuck. Es ist, sieht ein bisschen aus wie Gringotts hier, ne? Gibt's hier noch besondere Sachen? Warte mal, bevor wir da hingehen. Ihr wisst, ich bin neugierig. Hey. Guck mal. Kleine Wagen zum Schieben. Was transportiert man da drin? Das sieht echt einfach aus wie bei Gringotts. Aber das kann doch nicht sein. Hallo? Koboldbankier. Einen Moment.
Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Also doch. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Der Schlüssel ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Das hatte ich vor. Nach Ihnen. Okay. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Oh mein Gott, so sitzen wir da drauf? So seitlich? Willst du mich verarschen? Oh mein Gott. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauptfoyer. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Krass, Alter. Was ist denn das für ein? Wie bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Schon krass, ne? Verlies 12. Ein großer Tag. Ah. Weiterfahren. Okay. Was hat er da für ein Armband? So ein rotes, was so glänzt. Das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Ja. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Da sind wir. Was? Oh mein Gott, Leute, ich muss erstmal mich hier umsehen. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Es ist so cool, ne? Es ist einfach nur so cool. Guck's dir einfach an. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Dürfen wir einfach aufmachen? Aber ja, ne? Das ist ja jetzt ein Verlies, was wir ja gemeinsam erkunden. Was meinen Sie, wonach wir suchen sollen? Ich weiß nicht.
Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Hey? Viel Erfolg. Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Hey, wie muss ich das jetzt machen? Halte deinen Zauberstab mit der mittleren Maustaste fest und bewege ihn entlang des Pfads des Symbols, um den Zauberspruch zu lernen. Drücke den entsprechenden Befehl, wenn du dazu aufgefordert wirst, um die Bewegung deines Zauberstabs entlang des Pfades des Symbols zu beschleunigen. Hä? Also. Was ist jetzt mit. Also mittlere Maustaste hat nicht geklappt. Rechte auch nicht. Achso. Muss ich dann gleich, wenn ich jetzt Start drücke, ne? Ja, okay, warte. Nochmal. Achso, das darf mich nicht einholen. Ich muss das erstmal checken. Ich muss da Leertaste drücken. Oh mein Gott, das muss man erstmal checken, Leute, ne? Revelio, okay. Ja. Revelio. Da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Ich möchte mich aber auch umsehen. Hier ist nicht viel, ne? Sieht ein bisschen armselig aus hier. Tür. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ja. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Doch, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Ja, mache ich. Wenn ich kann, wenn ich darf. Aber krass, warum können wir nur das Symbol sehen? Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie, unseren Weg heraus verdienen? Glauben Sie, das ist eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Kann eh noch gar nicht apparieren, oder? Disapparieren. Ich sehe da vorne etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder, aber auf dem Boden. Ja? Bruder, bleib doch mal hier. Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, mir geht's gut. Entscheide dich, wie du weiter vorgehen willst. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Was soll das denn jetzt heißen? Der Weg nach Hogwarts. Im Verlies stellten wir schnell fest, dass es leer war. An einer versteckten Tür fand ich ein leuchtendes Symbol. Das gleiche wie auf dem Portschlüsselbehälter. Es muss einen Grund für dieses Spiegelbild geben. Als wir versuchten, die Tür zu öffnen, fanden wir uns plötzlich in einer gewaltigen Dunkelheit wieder. Wir befinden uns wohl noch immer in Gringotts, aber das hier ist kein gewöhnliches Verlies. Okay, ja. Entscheide dich, wie du weiter vorgehen willst. Bis jetzt habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich mich großartig entscheide. Sie könnten Revelio wirken. Revelio. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Vielleicht hilft hier ja Lumos.
Oh, lerne ich einen neuen Zauber? Okay. Lumos. Okay. Du hast den Lichtzauber Lumos erhalten, der automatisch deinem Zauberset zugewiesen wurde. Lumos lässt die Spitze deines Stabes aufleuchten, damit du in dunklen Gebieten besser sehen kannst. Okay. Tippe 1, um Lumos zu wirken oder zu beenden. Lumos. Sehr gut. Und jetzt dreht sich das Spiegelbild zu mir. Es folgt wirklich dem Licht. Okay, soll ich jetzt Angst haben? Kuh? Potato. Accio. Descendo. Levioso. Depulso. Okay, der Typ ist krass drauf. Aua. Oh mein Gott, ich muss... Soll 3 Angriffe abwehren? Expulso! Legioso! Wir waren ein bisschen angreifend, ich muss mehr Schaden haben. Aua, oh. Ich verkack das, ey. Ich achte nicht auf meine Umgebung. Was willst du denn? Ich bin noch da. Protego. Lumos. Lumos?